Das Warten hat ein Ende und das Leben wieder einen Sinn. Die IDM 2022 beginnt ab dem heutigen Tag hier live in unserem Stream. Die Saison geht hier offiziell ab heute los. Nach zweijähriger Abstinenz sind wir wieder zurück in der Lausitz zum Auftakt des ersten Rennens. Wir beginnen heute schon für euch zu Hause mit der IDM Supersport 300 und der IDM Sidecar. Aber bevor es losgeht, habe ich hier noch einen ganz renommierten Gast neben mir. Hallo Flo. Ja, hi, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Endlich geht's wieder los, wir können es kaum abwarten. Die Winterpause war lang und jetzt kann man endlich sagen, yo, das Erlernte jetzt mal hier wieder zur Strecke bringen. Wie war's für dich? Ja, absolut. Ich bin total froh, endlich, dass die Saison losgeht. Wir hatten viele und lange Testtage diesen Winter und positive Testtage. Wir haben ja die neue Gabel entwickelt und ja, jetzt können wir es endlich mal auch auf die Strecke bringen, sag ich mal. Sehr, sehr gutes, gefülltes Fahrerfeld in allen Klassen, aber auch speziell jetzt bei euch. Ich sag mal, die alten Hasen, nicht die alten, aber die erfahrenen Hasen, aufgestockt mit wirklichen Rookies, die aus der 600er gekommen ist und dem einen oder anderen vielleicht vorne das Leben schwer machen werden. Ja, absolut. Also das Feld ist nach wie vor sehr, sehr stark. Wir sehen es auch dieses Jahr wieder. Rundenrekorde wurden auch hier wieder gebrochen. Von dem her sehen wir, wie stark es dieses Jahr ist. Die Strecke ist nicht wirklich besser in der Lausitz. Die Bodenwellen sind ziemlich heftig. Aber wie du schon gesagt hast, da sind ein, zwei Rookies dabei. Die können, denke ich mal, auch ein bisschen nach vorne mal reinfahren. Ja, und dieses nach vorne mal reinfahren von diesen Rookies, das wollen wir uns natürlich auch ganz genau anschauen. Und zwar hat mein lieber, werter Kollege Lukas Gajewski für euch die komplette Zusammenstellung der einzelnen Fahrer in der Königsklasse der IDM. Bitte euch. Vier Hersteller und über 20 Fahrer treten an in der IDM Superbike 2022. Ilja Michalczyk hat die amtierende Meistermannschaft verlassen. Das neu formierte BCC Alpha Racing Team schickt mit Markus Reiterberger nicht nur einen Publikumsliebling, sondern den großen Titelfavoriten ins Rennen. An seiner Seite verbleiben Pepijn Bijsterbosch und Jan Mohr im Team von Werner Demen. Neuzugang, rübergewechselt aus dem LRP Poland Team, ist Kamil Kschemien. Die Hertramf-Yamaha-Mannschaft mit zwei Bikes am Start, wieder fest zurück in der IDM nach Gastspiel auf Ducati im letzten Jahr, ist Daniel Katteininger. Sein Teamkollege ist der einstige Superstock-Cup-Aufsteiger Max Schmidt. Ein weiterer Titelfavorit, die Wilbers BMW von Florian Alt, er in diesem Jahr als Solokämpfer am Start. Auf der Holzauer Honda hätte eigentlich Luca Grünwald starten sollen, er allerdings verletzt. Prominenter Ersatz aus Japan, Hikari Okubo, der ansonsten in der Moto E startet. Sein Teamkollege ist Paul Fröde, der bisher bei den Superstockbikes unterwegs war. Zweites volles Jahr für die GERD 56 Mannschaft. Es bleibt bei der Besetzung um den Schleizer Julian Puffe und IDM Superbike Routinier Toni Finsterbusch. Neues Gesicht auf der Weber Kawasaki, auch das allerdings ein altbekanntes. Bastian Mackels, der Belgier, neuerdings im Team von Emil Weber am Start. Auch die Kiefer Racing Mannschaft wieder am Start. Ein interessanter Neuzugang mit Gabriel Noderer, der von den 600ern aufsteigt. Teamkollege an seiner Seite verbleibt auch 2022 Björn Stuppi. Das RR Socia Team aus den Niederlanden mit Ricardo Brink auf seiner BMW mit der Nummer 4, in diesem Jahr erstmals mit einem Teamkollegen, dem 600er Aufsteiger Jeroen Hilster, der seine Premiere bei den Superbikes gibt. Die EDA Racing Mannschaft bringt den Österreicher Philipp Steinmeier an den Start, er gewechselt vom abgewanderten MGM Yamaha Team. Sandro Wagner ist einer der Aufsteiger aus dem Pro Superstock Cup, er dort im letzten Jahr Vizemeister. Ein weiterer Superbike-Debütant ist Rob Hartoch. Er fuhr im letzten Jahr noch in der IDM Supersport 600 und startet mit dem niederländischen SWPN-Team. Komchenen ist der amtierende Champion aus dem Pro Superstock Cup und versucht sich ebenfalls zum ersten Mal in der IDM Superbike. Daniel Rubin, ein bekanntes Gesicht im IDM-Fahrerlager. Für ihn geht's mit dem familieneigenen Team in ein weiteres Jahr bei den IDM Superbikes. Ein interessanter Mix aus alten Bekannten und neuen Gesichtern in der IDM Superbike 2022.
Ja, ein breit gespicktes Fahrerfeld hier, was uns dieses Jahr in der IDM Superbike-Klasse erwartet. Wir stehen hier vor der Box vom neuen aufgestellten BCC Alpha von Son Racing Team. Einen Abgang hatten wir dieses Jahr logischerweise zu verzeichnen und dieser Abgang wurde aber ersetzt durch einen prominenten, sehr prominenten Markus Reiterberger, der hier auch schon einiges aufs Kerbholz gebracht hat in den freien Trainings. Und wie das Ganze ausgeschaut hat in den Qualifying, in den Q2 der Superbike, das hat der Lukas einmal für euch hier aufbereitet. Zwei Sessions über je 30 Minuten, auch 2022, das Quali-Format bei den IDM Superbikes. Die meisten Verbesserungen blieben aus in der Nachmittagssession Nummer 2. Er hier startet morgen in den Saisonauftakt von der 5, die GERD 56 BMW von Toni Finsterbusch. Direkt davor steht sein Teamkollege Julian Puffe auf der GERD 56 BMW mit der Nummer 19. Zweites Superbike-Jahr für die Truppe rund um Carsten Wolf. Das ist der Beginn der zweiten Startreihe. Das hier die erste Reihe, das angesprochene, neu formierte BCC Alpha Racing Van Son Team mit Jan Mohr. Motorprobleme in der ersten Session, nachgelegt in Q2 und aus dem Stehgreif auf die dritte Position nach vorne geschossen. Kurz vor Schluss noch an Julian Puffe vorbei und damit Startplatz Nummer 3 für Jan Mohr beim Saisonauftakt. Zwei der ganz großen Saisonfavoriten haben wir schon genannt, Florian Alt und Markus Reiterberger. Und genau die beiden waren es auch, die den Kampf um den besten Startplatz unter sich ausgemacht haben. Beide haben sich sogar gefunden auf der Strecke im Training. Vorneweg Florian Alt auf der Wilbers BMW mit der 66 und dahinter Markus Reiterberger auf der BCC Alpha Racing BMW mit der traditionsbehafteten 28. Florian Alt konnte nachlegen in der zweiten Quali-Session, hat die Zeit noch einmal gedrückt auf eine 1:37.603 und die durchaus dominante Lücke von Markus Reiterberger damit ein bisschen eindampfen können. 1:37.113 blieben allerdings stehen für Reiti. Neue Rekordrunde für die IDM Superbike hier auf dem Lausitzring und damit die Auftakt-Pole-Position für den großen Publikumsliebling, für Markus Reiterberger. Danke, Lukas, an der Stelle. Wir warten hier gerade noch auf unseren Pole-Setter, der Markus Reiterberger. Ich suche den jetzt gerade noch hier, just in diesem Moment, weil wir wollen natürlich ein Exklusivinterview auch mit dem Mann hier haben, der heute hier eine neue, wirklich eine neue Best-Lap-Record auf die Beine gestellt hat. 37.1, Lukas hat es gerade schon erwähnt. Eine unfassbar gute Zeit. Ich erinnere mich, dass hier vor ungefähr 3 Jahren das letzte Mal der Startaufstellung und auf den Tribünen, wie sich das gehört. Und das freut uns natürlich, Tommy, dass bei richtig, richtig gutem Frühsommerwetter hier zum Auftakt ein bisschen was los ist rund um den Lausitzring. Ja, die Hardcore-Fans sind da. Ich meine, wir wollen ja ehrlich sein, das war hier nie das Ding, ne, wo pickepacke voll alles ist. dazu ist das einfach zu groß. Aber die, die hier sind, die haben wirklich Bock darauf und die freuen sich auch darauf. Ich meine, letztes Jahr waren wir überhaupt nicht hier davor. Das Jahr durfte gar keiner kommen, also für die Leute aus der Region. Aber es sind nicht nur welche aus der Region hier. Ich bin ja heute Morgen ein bisschen später gekommen als ihr, weil irgendwie habe ich meinen Wecker nicht gehört. Und da habe ich gesehen, da sind sogar Motorräder mit Kennzeichen aus Euskirchen.
Knecht, also Richtung Eifel, Richtung Nürburgring, die hier hingekommen sind. Und das finde ich schon cool. Das sind wirklich richtige Hardcore-Fans. Ja, da sieht man es nochmal. Eine wunderschöne Anlage eigentlich. Aber das täuscht so ein bisschen das Bild, denn alle erzählen, das ist wirklich an einigen Stellen sehr, sehr ausgefahren, sprich eine Rüttelpiste. Harte Anforderungen an die Piloten, aber auch an die Fahrwerkstechniker, da auf die Motorräder abzustimmen. Denn ja, es wird hier immer sehr heiß. Wir merken das auch hier im Paddock und mit den vielen Autos dabei über die Jahre. Nicht einfach das Thema. So, Perry, zweiter Versuch. Versuch, den muss ich aktuell gerade noch sausen lassen. Markus, ach, der kommt jetzt gerade, ich sehe ihn jetzt auf dem Weg hierher. Scott, you just give me a second, because we have the pole setter right now and I come back to you in a minute, okay? Thank you. Ja, dann wollen wir noch den guten Mann hier kurz nochmal schnell abgreifen. Er ist hier vorne. Das Wort müssen wir natürlich hier auch ergreifen. Da wird noch kurz sein Mikrofon vorbereitet. Super. Markus, dich habe ich überall gesucht. Ja, du hast ein eigenes Mikrofon, perfekt. Okay. Wahnsinn, also 1,37,1, wo hast denn du die her noch hergezaubert? Ja, also das ganze Wochenende ist schon gut gelaufen, wir waren schon auf 37,5 gestern.
Schweizer heißt immerhin so. Dann haben wir noch Sarah Göpfert, das zweite Mädel, ebenfalls aus dem Blue Crew Cup. Marvin Kreimes, Jür Wattel und jeden Blockzeil auf der letzten, auf der 28. Position. Kurz ab in die Werbung und dann geht's endlich los. IDM Supersport 300. Einführungsrunde für die IDM Supersport 300 läuft. Tommy, ich habe es gerade in der Startaufstellung gesagt. Wir haben unglaublich viele neue Namen, Aufsteiger aus den kleineren Kategorien. Und das bringt natürlich gerade beim Auftakt immer eine unglaubliche Spannung rein. Ja, nee, das finde ich auch gut. Speziell dieses Thema R3 Cup, also dieser Yamaha Blue Crew Cup, den wir im letzten Jahr ja auch über viele Veranstaltungen begleitet haben. Da sind schon etliche in diese Klasse aufgestiegen. Also der Sieger Nick Rosma, der Niederländer, dann aber auch Brian Cohen, ebenfalls aus den Niederlanden, der Vizemeister. Und dann Michael Kaspar Wied, knapp geschlagen auf Platz 4 als bester deutscher Aufsteiger sozusagen. Der bekommt auch ein ganz besonderes Förderprogramm, nämlich von Yamaha Deutschland in Zusammenarbeit mit Sandro Cortese und dem Kiefer Racing Team. Cortese begleitet ihn und wir gucken jetzt einfach mal, wie der junge Mann hier nach vorne kommt. In den freien Trainings gestern war er sogar ein paar Mal unter den Top 10. Qualifying hat nicht ganz so gut geklappt. Aber ich denke mal, das ist jemand, den muss man im Auge behalten. Nochmal zum Einprägen. Wir fangen ja alle erst wieder an. Vorne auf der Freudenberg KTM mit der 95 Scott de Roux aus den Niederlanden. Zweifacher Vize-Weltmeister auf der Pole Position. Zweifacher deutscher Meister jetzt in der WM. Lennox Lehmann mit der 1 und daneben der Österreicher Leo Rammersdorfer auf der dritten Freudenberg KTM. Dann Marvin Siebdraht und Jorke Erwig zweimal KTM in Reihe Nummer 2. 11 Runden die Renndistanz beim Auftakt. Lang erwartet zur IDM Supersport 300 2022. Das Warten hat ein Ende. Es ist wieder Zeit für die IDM. Drehzahl hoch und los geht's mit einem guten Start in der ersten Reihe für die Freudenberg-Fraktion. Klasse, eingefangen hier aus der Drohne beim Sprint runter in das erste Nadelöhr. Und das ist ein kritisches Unterfangen. Die Strecke sehr, sehr breit, wird allerdings schmaler und es ist noch immer orange an der Spitze des Feldes und zwar dreimal. Es bleibt bei einer Dreifachspitze für die KTM Freudenberg-Mannschaft. Aber Tommy, und das können wir ehrlicherweise aus der zugegebenermaßen sonst sehr, sehr hübschen Drohnenperspektive nicht sagen, wer von denen wo fährt. Ja, und da werden wir gleich dann mal gucken. Aber ich glaube, das ist jetzt noch nicht ganz so entscheidend, wer da vorne ist. Die drei. Die Frage ist natürlich, können Marvin Siebdraht, Troy Beilich und Jorke Erwig davon profitieren, dass die quasi vielleicht ein Zweier- oder Dreier-Windschatten hier gestellt bekommen. Im Moment ist es Scott de Roux, der Niederländer, der Mann mit den meisten Laufsiegen aus der 300er Supersport-WM, der zweimalige Vize-Weltmeister, der hier erstmal die Führung übernommen hat von Lennox Lehmann. Tja, und Lennox Lehmann, er war gerade so locker im Start. Das hat den geärgert. Ich habe direkt nach dem Qualifying mit ihm gesprochen. Ich sage, und, hast du schon ein Geschenk von deinem Teamkollegen bekommen? Nee. Weiß natürlich mittlerweile auch auf internationalem Parkett, was da geht. Die beeindruckende Vorstellung beim WM-Auftakt in Aragon, im Moment Vierter in der Weltmeisterschaft. Aber das einzig Leidtragende, wenn ich Supersport 300 bei Freudenberg fahre, ist,
dass ich wahrscheinlich ein paar verdammt gute Teamkollegen an meiner Seite habe, wie eben zum Beispiel Scott Deroux, der schon WM-Erfahrung hat als zweifacher Vize-Champion, der sich gerade eben, Tommy, allerdings erstmal seiner Führung beraubt sah durch Lennox Lehmann, der wohl die erste Rennrunde des Jahres 2022 mit der 1 nicht nur auf der KTM, sondern auch auf dem Datenkanal hinter sich bringt. Ja, aber es ist ganz klar, nämlich genau die Szene, die da gerade war, das war vorhin die Entscheidung um die Pole Position. Weil in der vorletzten Runde hat Scott Deroux genau diesen Windschatten gehabt, ausgangs der letzten Kurve, und hat da seine Bestzeit geholt. Und so wird das jetzt heiter weitergehen. Schön für uns, denn so hat Rammersdorfer den Anschluss wieder geschafft. Und die Kawasaki-Truppe dahinter mit Siebdraht, Erwig und Beinlich ist auch am Kämpfen. Ja, die ersten Ausfälle haben wir leider auch schon hier zu verzeichnen. Das ist natürlich sehr ärgerlich, direkt im ersten Rennen, erste Runde aus. Ferre Fleracas, einer unserer vielen Aufsteiger aus dem R3 Cup draußen, Valentin Folger gestürzt und auch Philipp Feigl, der Tscheche, wurde auf dem Datenkanal der Rennleitung mit einem Sturz vermeldet. Müssen wir mal gucken, ob das alles eine Situation war oder ob da die Fahrer schon an unterschiedlichen Punkten der Strecke dieser 4,2 Kilometer langen Piste hier auf dem Lausitzring zu Sturz gekommen sind. Du hast die Bodenwellen angesprochen, Tommy, und das ist gerade mit diesen kleinen, leichten 300er Supersportbikes ein richtig schwieriges Unterfangen. Ja, ja, und da sind auch ein paar Stellen bei, wo die Jungs sagen, da können die Jungs die Fahrwerkstechniker noch so viel machen, du merkst es einfach. Also du musst hier auch dann schon immer probieren, das vielleicht so ein bisschen zu umfahren. Da hat man sehr schön gesehen beim Anbremsen, wie unruhig die Bikes werden. Tja, und im Moment ist es wirklich so, dass Marvin Siebdraht, glaube ich, das breite Grinsen hat, weil durch diesen Dreikampf der Freudenberg-Truppe ist er voll mit dabei, hat also 100% den Anschluss wieder herbekommen. Im Moment darf er da natürlich nicht attackieren. Wir sehen es, gelb geschwenkt. Da stand auch noch einer unserer zahlreichen Helfer im Kies, um dort ein bisschen aufzuräumen. Ich würde mal behaupten, das war die Sturzstelle von Valentin Folger, der da alleine im Acker lag, seine Kawasaki fiel eher. Und dementsprechend können wir davon ausgehen, dass sich die anderen Stürze da auch an anderen Stellen ereignet haben. Sei es wie es sei, wir sind in der dritten Rennrunde unterwegs. Lennox Lehmann führt vor Scott Deroux und Leo Rammersdorfer. Das ist die Top 3. Klasse, eingefangen aus unserer Drohne, die wir auch in diesem Jahr wieder für euch im IDM-Livestream am Start haben. Wir wissen noch nicht, ob wir es bei allen Rennen auf die Kette kriegen. Ihr könnt euch vorstellen, das ist mit Genehmigung alles nicht so einfach. Hier hat es funktioniert. Freut uns umso mehr und wir freuen uns ebenso über einen Klassekampf an der Feldspitze. Lehmann gegen Deroux, gegen Rammersdorfer. Und das ist zumindest mal die Perspektive, Tommy, in der weiteren Rennverlaufssituation durchaus auch noch mit Coverbeteiligung. Ja, ja, Marvin Siebdraht, der ist definitiv dran. Jorke Erwig, super stark unterwegs, der dies ja für Weber Motos fährt, hat ja den Nickname The Dützmann, weil er kommt aus Deutschland, ist aber quasi motorsportlich in Holland groß geworden und trainiert auch dort mit dem holländischen Jugendnationalteam, weil er kann quasi zu Fuß über die Grenze gehen. Und der macht hier einen klasse Eindruck, aber so ein bisschen reißt ab. Und dahinter kommt natürlich schon eine gewaltige Lücke zu. Dann Treu Beinlich, der hier mit Tom Molliner am Kämpfen ist. Und das nächste aus, die 31. Senna van den Hoven, auch einer unserer Aufsteiger aus dem Dreier Blue Crew Cup, aus hier nach drei Runden. Ist natürlich für die Nachwuchsfahrer was ganz Besonderes, jetzt dann hier in der in Anführungszeichen großen IDM-Klasse mitzumachen. Der Druck dann doch nochmal eine andere Situation, die Förderung natürlich auch eine andere. Und wir wollen nicht vergessen, auch das ist ja eine der vielen Schönheiten in der Supersport 300. Hier haben wir keinen Markenpokal, sondern wir haben eine immense Herstellervielfalt mit KTM, mit Kawasaki und Yamaha und eben die damit einhergehende Vielfalt der technischen Konzepte motorenseitig. Das sind schon reinrassige Renngeräte, die wir hier im Betrieb sehen. Ja, klar, ne? Wobei dieses 300 ja gar nicht richtig ist. Das ist einfach nur mal so eine Bezeichnung. So grob, ungefähr. So grob. Das ist die IDM Supersport etwa 300. Ja, ja, weil,
KTM 390er, Kawasaki 400er und die einzigen 300er, das sind die Yamahas. Ne? Siehst du, die halten sich dran. Ja, ja, die halten sich dran. So, wie wird das gemacht? Das Thema wird gemacht, A, über Gewicht der Motorräder und über Drehzahlen. Ne? Nicht, dass ihr jetzt also sagt, naja, ist doch klar, 300er Yamaha, deswegen können die da gar nicht mitfahren. Nee, nee, das ist also schon ausgeglichen. Wir gucken mal, wo wir gerade das Thema Yamaha da haben. Also, die sind hier noch ein bisschen zurück. Genau, das ist Nick Rolfsma und Michael Kasper-Wied. Guck mal, auf 11 und 12 schon die Aufsteiger aus dem R3 Cup. Und auch selbst die Sarah Göpfert, die aufgestiegen ist und gewechselt hat auf eine Kawasaki, wäre mit 15 sogar im Punkt. Sehr guter Punkt. Die kommt von Startplatz 25. Boah. Also das war schon mal ein richtiger Ritt nach vorne. Und da wollen wir jetzt auch nicht die Stürze alle erwähnen. So viele waren es dann doch nicht. Ja. Also die Sarah, die ja im letzten Jahr in Schleiz den großen Sieg gefeiert hat bei den R3-Fahrern und Fahrerinnen wohlgemerkt, die hat sich hier in den ersten paar Runden klasse in Szene gesetzt. In der vierten sind wir unterwegs, immer noch dreimal Freudenberg mit Lehmann, mit De Roux und mit Rammersdorfer. Dann Marvin Siebdraht und Jorke Erwig, zweimal Kawasaki, einmal von Fühsport RT SKM und einmal, wie von dir gesagt, von der Weber-Mannschaft. Tom Molina auf der 6, vorbeigekommen an Troy Beinlich, der ist jetzt noch Siebter. Der zweite Niederländer mit Sven Dornenbahl, ebenfalls aus dem Molina Racing Team auf der 8. Marcel Blersch auf der 9 und Max Zachmann im Moment auf der 10. Position. Jorke Erwig, der muss ein bisschen aufpassen, dass das nicht abreißt. Das macht er gerade, er beißt da wirklich richtig rein. Aber da ist nun mal so eine kleine Lücke von 0,8 Sekunden. Das heißt, da ist der Windschatten nicht mehr so wirklich spürbar. Und da müssen wir gucken. So, jetzt schau mal, was da passiert ist. Da ist Herr Siebdraht jetzt schon mal ein bisschen eingebrochen in die Freudenberg-KTM-Phalanx und aktuell mal auf der 3. Position. Hat Leo Rammersdorfer hinter sich gelassen und macht jetzt dann Jagd auf Lehmann und auf De Roux. Das ist natürlich dann auch immer ein Zwiespalt. Halte ich mich da jetzt teamintern zurück und sehe zu, dass wir vielleicht diese Lücke irgendwie aufrechterhalten? Oder sage ich, komm, was soll's? Wo ich bin, ist vorne. Es ist tendenziell bei den 300ern immer Zweiteres. Ja, ja, das kennen wir ja auch schon aus dem vergangenen Jahr, ne, wo wir teilweise Gruppen hatten an der Spitze, die noch größer waren als dieses Quartett hier. Und wo dann wirklich sich das Ganze heraufgeschaukelt hat bis in die finale Runde, wer dann am Ende aufs Podium durfte oder nicht. So, und jetzt sind sie schon wieder dran gekommen, haben diesen doppelten Windschatten benutzt. Und Erwig. Rabaus, da war es dann aus für Jorke Erwig, wenn wir es richtig gesehen haben, den Fünftplatzierten. Da hat er wohl einen Tick zu viel riskiert, um an diesem Quartett dran zu bleiben. Schade, das aus für Jorke Erwig. Und damit haben wir jetzt eindeutig ein Quartett da vorne mit einem Abstand von 6 Sekunden dann schon zum neuen Fünftplatzierten zu Tom Molina, der weiter hier mit Treu Beinlich battelt. Damit jetzt ein Viererpaket um die Spitze. Die 1 auf der 1, Lennox Lehmann. Dann sein Freudenberg-Teamkollege Scott De Roux. Dann die Kawasaki von Marvin Siebdraht, wie von dir erklärt, in der letzten Runde vorbeigefahren an der 3. Freudenberg-KTM. Nämlich an der von Leo Rammersdorfer, die auf der 4. Position liegt. 6. von 11 Runden, ultra kurz die Rennen bei den Supersport 300ern, unglaublich abwechslungsreich. Das hat die Saison 2022 auch in dieser frühen Phase schon gezeigt. Und das Gute ist, Tommy, das geht jetzt auch noch einen Moment lang da vorne. Ja, ja, das geht weiter. Wollen wir hoffen, dass die alle sitzen bleiben da, ne? Dass sich das nicht aussortiert wie gerade, dass der 5. weg ist. Denn das wird jetzt immer enger werden zwischen den Kollegen da. Und Rammersdorfer, ja, der muss jetzt aufpassen, dass er dranbleibt. Hat gerade so eine kleine Lücke zu Marvin Siebdraht. Da wird nochmal geschaut, wo ist denn der Rest? Nee, nee, ihr seid noch nicht alleine. Ihr müsst noch ein bisschen arbeiten. Hier sieht man's, ne? Die Lücken, die beiden vorne wirklich absolut auf einem Level. Lehmann und De Roux und Siebdraht und Rammersdorfer mit minimalem Abstand. Wobei Siebdraht immer wieder rankommt an einigen Stellen. Hat man jetzt schön gesehen. Da hat er richtig gut Schwung mitgenommen. Und das ist wichtig bei den 300ern und ist schon wieder drin im Spiel. Darf ich sagen, dass die Lausitz von oben gar nicht so schlimm aussieht, wie man meint. Das ist schon echt okay aus unserer Drohnenperspektive. Schöne Aufnahmen, klasse eingefangen, das Renngeschehen da vorne. Es bleibt bei zweimal KTM vor einmal Cover und nochmal KTM. Die Frage ist, wie lange noch? Sind ja noch einige Runden
auf dem Zettel. Alles live für euch, auch in der Saison 2022. Das komplette IDM-Paket im Stream. Schön, dass ihr mit dabei seid an diesem Samstagnachmittag. Wir hoffen, es macht euch ganz genauso viel Spaß wie uns beiden hier in der Kommentatorenkabine. Wann kommt der erste richtig ernsthafte Angriff von De Roux? Die sind immer mal wieder nebeneinander unterwegs gewesen. Aber seitdem sich Lennox Lehmann beim Start direkt die Führung geschnappt hat, sind zumindest mal die Positionen identisch geblieben. Ja, da wird jetzt auch nichts passieren. Definitiv nicht. Die beiden sind speedmäßig auf einem Level. Jeder ist von sich selber überzeugt. Und die wissen, da kann jetzt keiner wegfahren. Lennox weiß, dass er vorne alleine richtig gut ist, ist auch überzeugt davon, dass er schneller ist als Scott De Roux. Aber solange Scott da hinterher fährt, keine Chance wegzufahren, und umgekehrt wäre es genauso. Und deswegen taktieren die jetzt zur Freude der Verfolger, denn die sind jetzt wieder gleich richtig dicht dran. Auch interessant für Supersport 300er Verhältnisse. Wir haben hier einen Kampf der Generationen. Lennox Lehmann, trotz all seiner Erfolge, immer noch nur 16 Jahre jung. Scott De Roux ist 25, der könnte sein Vater sein für Supersport 300 Verhältnisse. Ja, sehr viel Mühe, sehr viel Mühe. Wir fangen immer früher an. Und dann eben diese unglaublich interessante Ausgangslage, dass dann mit Marvin Siebdrath ja der nächste sehr erfahrene als amtierender Vize-Champion hier mitmischt, der jetzt dann aber wieder einkassiert wurde von Leo Rammersdorfer, der aber aufmachen musste auf der Außenbahn. Naja, und damit ist sofort dann eine ganz kleine Lücke da, ne, dass Rammersdorfer einmal gezuckt hat, und der muss sich jetzt erst wieder ranarbeiten. Gute Gelegenheit jetzt gleich nach diesem Geschlängel. Auf Start und Ziel, und da ist der nächste weg, und das war in diesem Falle Scott De Roux, wenn wir es richtig gesehen haben. Da ist einfach mal eben das Rädchen weggerutscht, und damit ist der Niederländer raus aus dem Kampf. Und damit waren es noch drei. Lennox Lehmann, Marvin Siebdrath und Leo Rammersdorfer. Jetzt dann noch zweimal KTM gegen eine Kawasaki, und das zeigt, dass dieser Lausitzring auch die alten, erfahrenen Hasen hier durchaus mal auf dem falschen Fuß überraschen kann. Enorm viele Stürze. Ja, wir haben den Nachwuchs bei den 300ern. Ja, da sind Erfahrungsrückstände. Aber so viele Stürze in so kurzer Zeit sind auch in dieser Kategorie eher selten. Ja, das stimmt schon. Er ist anspruchsvoll, der Ring, wie gesagt. Wir haben das versucht zu erklären. Vielleicht kann man es nachher auch nochmal sehen, wenn die Drohne kommt. Und ihr schaut mal auf die unterschiedlichen Farben auf dem Asphalt. Da, wo das Dunkle ist, ne, das ist der Abrieb. Und das ist nicht eine Fläche, sondern das ist dunkelhell und wie so Zacken da drin. Und da kann man so ein bisschen erahnen, wie an einigen Stellen die Wellen sind. Und das war jetzt auch gerade nicht super schnell, diese Stelle, wo Scott De Roux abgeflogen ist, sondern da genügt um ein paar Zentimeter. Falsche Linie, Tick zu früh Gas. Das Vorderrad verliert einmal ganz kurz Bodenkontakt und schwupp, schon ist man da weg. Wir verfolgen den Kampf um die Ränge 4 und 5. Das so. Hier ist nochmal die Wiederholung, Tommy. Pass auf, jetzt kommt er da innen, geht ein Tick zu weit nach innen und rutscht übers Vorderrad weg. Ist ein Tick weiter innen gefahren von der Linie her. So, und da ist jetzt auch was passiert, das haben wir aber nicht so genau sehen können, was da ist, denn der Kollege, nee, das ist die Verfolgergruppe, genau. Sorry. Das ist, wie gerade gesagt, die Truppe auf 4 und 5 mit Troy Beinlich und mit Tom Molina. Molina, wie gesagt, genauso wie sein Teamkollege Sven Dornenball, auch gewechselt vom Fabrikat KTM auf die Kawasaki, die er jetzt an einer anderen Kawasaki, nämlich an der von Troy Beinlich, vorbeigebracht hat in diesem Cover-internen Kampf um die Plätze 4 und 5. So oder so wäre es für beide ein richtig, richtig gutes Ergebnis im Vergleich zu den Resultaten aus dem Vorjahr. Klar, einige sind abgewandert, sind aufgestiegen in die IDM Supersport, also das, was bis zum letzten Jahr unter dem Titel IDM Supersport 600 lief. Die werden wir dann morgen zum ersten Mal im Renneinsatz sehen und gucken mal, wie sie sich behaupten. Dazu steigt bei denen hier natürlich auch von Saison zu Saison der Erfahrungsschatz. Und dann geht es eben nicht mehr nur in die Top 10, sondern wie am heutigen Tage auch mal in die Top 5 nach vorne. Ja, das ist die Entwicklung da, ganz klar.
aber die haben ja auch noch ein bisschen Potenzial nach vorne hin. Und die fighten so heiß, es geht um jeden Punkt. Und ich will es ja nicht beschreien, aber wenn wir uns angucken, 5-4-3 noch über an der Spitze, kann das auch schnell ein Kampf um den letzten Podestplatz werden. Ja, wir haben noch etwas mehr als 2 Runden zu fahren und es ist eben erst vorbei, wenn ich das Bike über die Ziellinie gebracht habe. Bis dahin gilt es hier alles beieinander zu halten. Hier auf dieser Gegengeraden zu Start und Ziel, bevor es in diesen langgezogenen Streckenteil, die Kurve 9, reingeht, wirkt natürlich auch der Windschatten. Aber gerade bei identischen Fabrikaten tut sich da natürlich extrem wenig. Und wir sehen ja auch in diesem Spitzenkampf, in dem mehrere Marken involviert sind, dass da wirklich kaum von Leistungsvorteilen die Rede sein kann. Guck mal hier, Tommy, wir haben wieder eine KTM-Doppelspitze. Ja, also was zu erwarten war, dass Lennox Lehmann jetzt die Chance genutzt hat, um da eine Sicherheitslücke aufzufahren, der amtierende Champion. Und dahinter, das wird der Kampf werden um eben Platz Nummer 2. Und ja, wir haben es gesehen. Rammersdorfer und Siebdraht, wenn die so weitermachen, dann wird das ein Fotofinish werden. Denn bei uns ist es gerade 2-mal umgesprungen, das Ergebnis. Und man lag dann hier offiziell 4000stel Sekunden auseinander. Wenn du also hinter deinem Vordermann in der letzten Runde sehr nah, sehr gut aus dieser letzten Kurve kommst, dann reicht es bis zum Zielstrich, um vielleicht ganz, ganz knapp vorbeizugehen. Hier hat jetzt ja der Ausgang nicht hundertprozentig gepasst bei Marvin Siebdraht, aber es reicht wohl nicht ganz für Leo Rammersdorfer, da auf der Innenseite vor dieser S-Kurve 6, 7 und 8 sich da daneben zu setzen. Das bleibt erstmal so. Lehmann, wie du gesagt hast, vorne 2,1 Sekunden weggestürmt. Dabei wird es bleiben. Der kann sich hier nur noch vom höchsten Podium runterkegeln, wenn er die KTM irgendwo in den Acker wirft. Ansonsten sehen wir das hier auch schön auf der Strecke, wie die Lücke ungewöhnlich groß für 300er-Verhältnisse angewachsen ist. Aber die Kampfhandlungen und die Unruhe durch die Stürze dahinter, die haben das natürlich befeuert, diese Entwicklung. Ja, leider auch raus Sarah Göpfert, die ist an die Box gefahren, wie uns hier angezeigt wird. Und unsere Rookies aus dem Yamaha 3 Blue Pro Cup, ja, die hat so ein bisschen nach vorne gespielt mit Rolfsma. Der ist jetzt sogar auf der 10. Position und Michael Kaspar Wied auf der 11. Aber die liegen nur 65 Hundertstel auseinander. Das wird auch eine Entscheidung auf der Ziellinie werden. Das sind übrigens nach wie vor die beiden besten Yamaha im Feld. Vorne ist alles in der Hand von KTM und von Kawasaki und vor allem von unserem amtierenden Doppelchampion Lennox Lehmann, der jetzt in die letzte Runde beim Auftakt hier in der Lausitz geht. Dahinter wird's eng. Diesmal auf der Linie wäre es Marvin Siebdraht gewesen mit der Nase vorne, aber wie gewohnt auch da denkbar knapp, auch noch unterhalb von einer Zehntelsekunde. Ja, aber da hat Siebdraht schon mal was probiert, nämlich die Linie ein bisschen anders zu fahren, ausgangs der letzten Kurve, auf Start und Ziel, und dadurch Rammersdorfer ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Gucken wir uns an, was da passiert jetzt in den nächsten 60 Sekunden, bis sie bei uns hier direkt bei Start und Ziel unter dem schwarz-weiß karierten Tuch vorbeikommen. Auch 4 und 5 übrigens noch offen, Treu Beinlich und Tom Molina, die Plätze auch wieder getauscht haben. Beim letzten Überfahren der Linie Treu Beinlich wieder auf der 4 aus dem familieneigenen Beinlich Racing Team und dann eine ebenfalls familieneigene Mannschaft im Falle von Tom Molina. Das hat natürlich auch einen besonderen Charme, wenn die hier ganz, ganz weit vorne ins Gesamtfeld fahren. Das ist eine Sache, an die sich Lennox Lehmann längst gewöhnt hat. 2019 hat er im Rahmen der IDM den damals noch existierenden ADAC Junior Cup gewonnen, dann in die 300er aufgestiegen, 2-mal Titelträger, mittlerweile WM-Fahrer. 5 von 7 IDM-Läufe wird er bestreiten können in diesem Jahr und er setzt zum Anfang mal ein richtig fettes Ausrufezeichen. Interessanter aus sportlicher Sicht im Moment, wie der Kampf um Platz 2 ausgeht. Ja, über die Wellen dort, ein bisschen weit rausgetragen, aber viel Schwung mitgenommen bei Marvin Siebdraht, beim Kawasaki. Piloten von der Fühsport RT Motorsports bei SKM, Mannschaft, langer Name. So, geht hier als Führender in diese letzte Kurve hinein.
Amersdorfer versucht, viel Schwung mitzunehmen. Das sieht gut aus jetzt, dieses Thema. Aber ist auf der falschen Seite, muss den weiten Weg gehen. Das macht Siebdraht richtig klasse. Reicht das noch? Nein, am Ende war es dann doch Leo Amersdorfer, der das cool gemacht hat und der für einen KTM-Doppelsieg hier sorgt. Aber toller Fight zwischen Amersdorfer, dem Österreicher, und Marvin Siebdraht, dem deutschen Kawasaki-Pilot. Und das ist der Sieger. Der kann sich freuen hier erneut. Und guck mal, wie der sich freut, dass sein Kumpel hier ebenfalls aufs Podium gefahren ist. Letztes Jahr hat er seinen zweiten IDM-300er-Titel im Kiesbett der Sachskurve gefeiert, ja. Im ersten Rennen, das auf den Titelgewinn folgt, macht er das wieder, so wie sich das gehört, für einen Zweifach-Champion mit einem souveränen Auftaktsieg. 5 Sekunden der Vorsprung auf Leo Amersdorfer, der damit ebenfalls zum ersten Mal logischerweise in dieser Saison auf dem Podium steht und zum dritten Mal insgesamt in seiner 300er Laufbahn. Und das Podium wird komplettiert vom amtierenden Vizemeister, von Marvin Siebdraht. Ein paar Spots nach einem richtig, richtig bunten Auftakt und dann gibt's die Aufarbeitung vom Auftaktrennen der 300er. Mit dem Blick von der Drohne runter auf den Lausitzring gibt es das erste Supersport 300-Ergebnis der neuen Saison. Lennox Lehmann, Leo Amersdorfer und Marvin Siebdraht, das Podium. Tolle Ergebnisse für Tom Molinar und Troy Beinlich auf 4 und 5. Sven Dornenball wird Sechster vor Max Zachmann, Marcel Blersch, Michel Kasper Wied, das ist der beste Aufsteiger aus dem Yamaha R3 Blue Crew Cup, mit der 9. Position, gefolgt von Nick Rulfsimmer, ebenfalls einer der Aufsteiger, der die Top 10 komplettiert. Matej Chamado und Oliver Svensson auf 11 und 12. Dann das beste Mädel mit Mia Rüsten auf der 13. Position, Max Muckle und Marco Schweitzer. Das sind diejenigen in den Punkterängen. Knapp dran vorbei Fabio Sarasino, der einzige Schweizer im Feld. Jür Wattel, Marvin Kreimes, Jeff van Kalster und Brian Cohn. Das sind die 20 Gewerteten. Macht unter dem Strich 8 Ausfälle in diesem turbulenten Auftaktrennen. Er war keiner davon und er daneben auch nicht. Das sind die beiden Freudenberg-KTM-Fahrer Lennox Lehmann und Leo Amersdorfer. Ja, und ein durchaus zufriedener Chef mit Carsten Freudenberg. Ja, ein bisschen enttäuscht, Marvin Siebdraht, das ist klar. Der hätte es schon gerne gehabt, gegen die beiden Orangenen zu bestehen. Aber nichtsdestotrotz, er hat gezeigt, vom Speed her kann er mit dabei sein. Und da musst du am Ende ja ein Näschen haben, aber auch vielleicht ein bisschen Glück haben, wie auch immer man das nennen mag, um das Ganze zu komplettieren. Ja, auf der anderen Seite natürlich Freudenberg vielleicht ein bisschen enttäuscht, hatte sich vorgestellt, da könnte dreimal Orange stehen auf dem Podium, aber es ist, wie es ist, und ich glaube, wir werden in diesem Jahr da nochmal das eine oder andere erleben. Ja, Marvin Siebdraht, Vizemeister des vergangenen Jahres,
Wir sehen das, das sieht nicht nach überschwänglichem Jubel aus, das Team. Aber vielleicht hören wir es ja gleich, wenn Daniel Peric dort unten irgendjemand an sein Mikrofon bekommt. Aber die sind jetzt erst noch mal so unglaublich mit sich selber beschäftigt, bevor da irgendjemand kommt. Ah ja, wir sehen es schon. Kollege Siebtrat auf dem Weg zu Peri. Bitte schön, Peri, let's go. Ja, Marvin, Wahnsinn. Erstes Rennen 2022, starkes Fahrerfeld auch wieder. Hast du damit gerechnet, noch hier auf dem Podium zu landen? Nach dem Freitag gestern nicht, um ehrlich zu sein. KTM-Team Freudenberg war ja letzte Woche hier zum Test, zum IDM-Test. Das haben wir leider nicht genutzt. Ist uns ein bisschen zum Verhängnis geworden gestern. Dann kam noch dazu, dass wir wirklich gar nicht die richtige Einstellung fürs Motorrad, also das richtige Setup gefunden haben. Das hat uns auch nochmal nach hinten geworfen. Gott sei Dank konnten wir das fürs Qualifying heute beheben. Deshalb war das Qualifying eigentlich überraschend trotzdem gut. Mit Platz 4 und glaube ich 0,6 zum ersten. Mein einziges Ziel im Rennen war einfach nur mit Freudenberg vorne mitzufahren, weil ich wusste, dass ich alleine die Pace nicht habe. Das hat eigentlich gut geklappt, dass Scott dann ausgefallen ist. Tut mir natürlich leid für ihn. Aber so konnte ich natürlich den dritten Platz mitnehmen. Am Ende nochmal ein guter Kampf mit Leo. Aber da hatte ich beim Rausbeschleunigen gegen die KTM keine Chance. Marvin, vielen Dank. Gerne. Glückwunsch für das Podium. Dankeschön. Ja, und hier kommt der Zweitplatzierte, ein Strahlemann, Leo Rammersdorfer. Leo. Ja, hier werden noch Glückwünsche ausgeteilt. Zu Recht, zu Recht. Dir steht das Lächeln ins Gesicht geschrieben, mein Lieber. Hast du damit gerechnet, gleich bei deinem ersten Auftaktrennen in der IDM? Ja, also erstmal danke ans Team, die haben ein perfektes Motorrad hingestellt. Danke an KTM für die Möglichkeit, in so ein super Team zu fahren. Eigentlich habe ich nicht damit gerechnet, dass ich da beim Auftakt gleich am Podium stehe. Also ja, bin gerade überglücklich und ja. Diese Freude, die sieht man dir an, lieber Leo. Und Glückwunsch nochmal an dieser Stelle für diesen wunderbaren zweiten Platz. Dankeschön. Bin gespannt auf morgen. Dankeschön. So, und dieses Gesicht, meine sehr verehrten Damen und Herren, das kennen Sie natürlich. Lennox. Ja, hallo. Immer wieder. Immer wieder cool, ja. Junge. Das hast du sicher nach Hause gebracht. Ihr wart ein Viererpulk und dann der Sturz von Deroux, der dir eine kleine Lücke verschafft hat. Und dann hast du wahrscheinlich gesehen, jetzt könntest du die Pace machen. Wie war das? Wie hat sich das für dich angefühlt? Ja, nee, es war eigentlich das ganze Rennen relativ entspannt, sag ich mal. Es war jetzt nicht so, dass ich am äußersten Limit gefahren bin. Ja, die Zeiten waren halt aber auch das ganze Wochenende konstant top. Und ja, das hat man jetzt halt auch gesehen. Ich konnte die Zeiten, sag ich mal, ohne Probleme fahren. Oh, war eigentlich echt gut. Das sah wunderbar aus. Hier ein Doppelsieg gleich fürs KTM Freudenberg-Team. Und man konnte dir am Ende auch ansehen, dass es dich umso mehr gefreut hat mit deinen neuen Teamkollegen, der aus dem Austrian Junior Cup kam hier, dass er noch den zweiten belegt hat und dann Marvin auch kurz vor der Startziel noch weggefahren ist. Ja, natürlich. Das freut mich extrem, weil Leo und ich sind echt, echt gut miteinander. Ja, ist mega. 1-2 für KTM. Da auch vielen Dank an KTM und auch ans Team. Ja, die haben es möglich gemacht. Vielen Dank, Lennox. Danke. Glückwunsch nochmal. Ja, ihr Lieben, das war's hier von mir, von der Siegerehrung. Der Jungs, die folgt jetzt im Anschluss hier. Und ich gebe nochmal kurz zu dir nach oben, lieber. Hier ist die Siegerehrung, die allererste in der noch jungen Saison 2022 nach dem spektakulären Auftaktlauf für die IDM Supersport 300. Und hier kommt eure Top 3 auf das Podium. Auf Platz 3 für die Füsport RT Motorsport bei SKM Kawasaki Mannschaft Marvin Siebtrat. Auf Platz 2 nach einem klasse Finale in den letzten paar Runden für die Freudenberg KTM Paligo Racing Mannschaft aus Österreich, Leo Rammersdorfer. Und der Champion steht auch zum Auftakt 2022 wieder ganz oben. Nochmal Freudenberg KTM Paligo Racing, der Champion Lennox Lehmann.
Und dann drücken wir euch direkt eure Pokale in die Hand, wie sich das gehört. Das war richtig, richtig gute Unterhaltung zum Auftakt. Er ist ein bisschen geknickt. Gebt ihm mal einen fetten Applaus. Platz 3, ein guter Auftakt für Marvin Siebdraht. Das hat Spaß gemacht. Rang Nummer 2 für Leo Rammersdorfer. Und hier ist die Siegertrophäe. Auftaktsieg für den Champion Lennox Lehmann. Für den Sieger gibt's die Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland. Zurück und neben mir einer der hübschesten Männer aus der Schweiz, Adolf Henny. Adi, herzlich willkommen hier. Hallo zusammen. Schön, darf ich da sein. Ja, also Adi Henny, das ist unser Experte für das Thema Sidecar schon seit vielen, vielen Jahren. Denn der hat so viele Runden schon in so einem Sidecar gedreht. Da muss manch anderer zwei Leben für haben und ein paar WM-Titel hat er auch geholt. Und du kommst einfach von dieser Szene nicht los. Ne? Du fährst hier hin aus der Schweiz in die Lausitz, um das zu sehen, aber auch um ein bisschen zu helfen dort. Du machst mit dem Albert und mit dem Boni zusammen den Reifenservice, denn die fahren andere Reifen als die Solo-Motorräder, ne? Jawohl, genau. Das sind Avon-Reifen, die sie fahren. Und es ist einfach so, ich habe viele Kollegen, viele Kameraden und das freut mich immer, wenn ich da bin und der eine und der andere fragt mich mal was, weil ich habe 30 aktive Jahre Weltmeisterschaft und kann hier und da noch was erzählen. 30 aktive Jahre Weltmeisterschaft, unglaublich wirklich dieses Thema. Und das immer als Co-Pilot oder bist du auch selber mal gefahren? Nein, mein erstes Rennen meiner Karriere war gleich Weltmeisterschaft. Das erste Lauf mit einem Australier. Ich wusste nicht, dass das Weltmeisterschaft war. Und seitdem bin ich auf dem höchsten Level gefahren, weil ich hatte Spass daran und war schon alt. Ich habe erst mit 27 begonnen. Und wenn ich da einsteigen wollte als Fahrer, hätte ich national, international, dann auf die Gradingliste, Treppe da aufsteigen. Und das war zu lang der Weg. Darum bin ich geblieben als Beifahrer und hat Spaß gemacht. Ja, hat Spaß gemacht. Also ich muss ja sagen, ich habe wirklich auch, es ist schon ein paar Jahre her, mal zwei Runden genießen können in so einem Sidecar. Das war in Oschersleben. Und das, was mich da am meisten fasziniert hat, war einfach dieses Bremsen von den Apparaten. Aber das ist ja klar, du hast breitere Reifen, du hast drei Bremsen und das bremst ja halt noch viel mehr als so ein Motorrad, ne?
Ja, das ist sehr, sehr extrem. Das ist so. Und das ist ja das Schwierige für den Fahrer. Er muss so stark bremsen können, gleich kurz vor dem Abheben. Also kurz bevor es die Räder stehen bleiben. Oder dass er das Gefühl hat, dass wie beim Auto im Schnee, dass du wirklich bremst vor dem Rutschen. Weil es rutscht, ist es zu spät. ABS ist da nicht dran? Nein. Nein, gibt kein ABS. Also das Nein. ist noch richtiger Männersport, ne? Auch wenn natürlich Damen mit dabei sind, zumindest als Co-Pilotin. Ne? Ja. Also da ist noch sehr viel Popometer und Gefühl im Handgelenk gefragt. Ja, und du kannst auch während dem Fahren die Bremse verstellen. Wenn es jetzt nass wird oder so, kannst du vorne ein Rad drehen, dass hinten und vorne die Bremse verstellt wird. Der Beiwagen, der dritte Rad, das ist immer, die Bremse ist fertig, das ist so, das wird gebremst, das ist eingestellt, das ist synchronisiert, aber hinten und vorne kannst du verstellen. Tja, sehr interessante Details. Ja, wir haben ein kleines, aber feines Feld, denn man muss einleitend dazu sagen, es gibt in diesem Jahr in der IDM so ein bisschen eine Änderung. In den vergangenen Jahren, für all diejenigen, die da schon Zuschauer bei uns waren, war es ja so, dass wir im Grunde genommen zwei Klassen dabei hatten. Einmal die 600er, die um den DM-Titel letztes Jahr fuhren, und dann die 1000er-Klasse. In diesem Jahr gibt es nur die 600er, denn das war schon manchmal ein bisschen Konfliktpotenzial, will ich mal sagen, ne? Weil die anders gefahren werden mussten, 1000er und 600er. Ja, es ist so, dass du mit dem 1000er einfach mehr PS hast. Du hast extrem mehr PS, also um die 50 bestimmt. Und dann, wenn du in der Kurve einen Fehler machst, kannst du mit dem 1000er das wieder wettmachen, wenn du Vollgas gibst. Mit dem 600er musst du rund fahren, weil du weniger PS hast. Du hast ein wenig eine andere Linie, und so ist es einfacher, für den 1000er einzustechen oder dann für den 600er beim 1000er in der Kurve einzustechen, in die Innen- oder Außenseite. Und das gibt dann immer ein wenig Probleme gehabt. Mit den Rennen so sieht es dann alles ein wenig ergeben, aber im Anfang war es manchmal schwierig, weil die 1000er immer vorne waren und sind einander manchmal wirklich behindert. Ja, und man muss sagen, diese Entwicklung 600er, das ist einfach, weil ja international diese Entwicklung ist. Also mit den 600ern wird die Weltmeisterschaft gefahren. Und deswegen hat man natürlich auch in der IDM gesagt, ja, wir fahren ja auch mit den 600ern, denn wir haben ja auch Piloten bzw. Teams dabei, die auch in der Weltmeisterschaft starten und nicht nur starten, sondern richtig gut sind. Nämlich wie diejenigen, die dort vorne unterwegs sind mit diesem schwarz-gelben Gespann, deine Landsleute, Markus Schlosser, Marcel Vries, denn die sind im vergangenen Jahr Weltmeister geworden. Ja, genau. Der Markus war schon lange dabei, ist ein Perfektionist, ist sehr guter Fahrer, super Fahrer. Das Umfeld stimmt, hat immer dieselben Mechaniker, gute Leute, sehr vertrauenswürdig, und die kennen einander 1A. Und Markus hat ja damals mit mir seinen ersten Grand Prix gewonnen von seiner Karriere. Bin viele Rennen mit ihm gefahren, und es stimmt einfach alles zur Zeit, so wie es hat im Team. Und ja, das macht ihn einfach zum Meister, das ist so. Du hast das gerade angesprochen, Teamumfeld. Also das ist jetzt nicht so hier bei den Gespannen, wie das bei den Top-Solos ist, dass da ein Riesenteam ist und wo der Fahrer hinkommt und da gibt es den Ingenieur und noch einen Ingenieur und einen Techniker und für die Reifen. Sondern hier ist es wirklich so, dass das Team oder zumindest der Fahrer die meisten Sachen auch selber erledigt, technisch. Ja, das ist so. Markus hat jetzt einen sehr, sehr guten Techniker, der die Elektronik betreut und bearbeitet. Er selber natürlich auch. Und das haut hin. Das ist wirklich gut. Das ist super. Und dann hat es einen zweiten Mechaniker, und das ist eigentlich alles. Sie sind zu viert, machen alles selber. Und ich damals mit PK, wir waren auch zu zweit und nur ein Mechaniker, der teilweise da war. Jetzt dieses Wochenende zum Beispiel der achtfache Weltmeister, der Reeves, der hat keinen Mechaniker da, die sind alleine da. Und wir sind sehr, sehr wenige Leute. Wie mehr Leute du hast, wie schwieriger ist das, du wirst abgelenkt. Du wirst, es ist nicht ganz dasselbe wie beim Rennteam, das, Solo-Team, Entschuldigung. Da kannst du sagen, die gehören nicht dazu, wir schauen für uns und so, das ist ganz was anderes. Ja, es liegt natürlich auch, muss man ganz klar sagen, hatten wir im Vorgespräch ja auch schon gesagt, auch an dem Thema Budget. Ne? Hier haben wir übrigens Tim Reeves, den siebenfachen Weltmeister. Denn da steht ja nirgendwo ein Werk hinter. Da ist kein BMW, Yamaha, Kawasaki, Honda wie in der IDM Superbike. Es werden zwar unterschiedliche Motoren genommen, aber im Grunde genommen ist es da immer Privatinitiative, ne? Von dem Team, Freunden und ja, halt vielen kleinen Sponsoren. Ja, das ist einfach so. Das Fahrzeug ist fast alles Eigenbau. Die Verkleidung ist Eigenbau, dann der
das Chassis, das ist schon, das ist von LCR oder von Adolf, das Chassis ist da, das ist gegeben, aber dann der Motor, den holst du von einer Verwertung, von einem Unfallmotorrad, baust den ein, die Elektronik, die Zündung, und das ist eigentlich von vielen Sachen zusammengewürfelt, sind diese Fahrzeuge und die Fahrer, die machen eigentlich alles, aber der Wert, den sie kriegen manchmal, der Lohn, und alles ist schwierig. So, hier kommen wir zur Startaufstellung. Schlosser Fries, hier steht G3G, weil Gastfahrer fahren nicht alle Rennen mit. Die 3 ist auch nur ganz klein, die haben fett ihre 1 draufgelassen, nämlich die von der WM. Dann Reeves, Rousseau, das sind, glaube ich, die härtesten Kontrahenten im Kampf hier um den Sieg der Engländer mit seinem französischen Beifahrer. Ich glaube, die einzigen Profis überhaupt hier im Sidecar-Feld. Dann Sattler-Schmied, die Deutschen, der Routinier mit seinem Co-Pilot, die amtierenden Meister, die 42 Göttlichen, Neubert, Neueinsteiger, 17 Jahre jung der Pilot erst, dann Kimmelswenger, Sedlacek, auch hier eine neue Paarung, und Zimmermann Mahl, da ist dann die erste Dame, nämlich die Ronja Mahl, die dort im Boot ist. Weiter geht es mit Rems Wechselberger, auch eine unglaublich routinierte Mannschaft. Dann Vermeul Buys, dann Pam Lipstock, Rutzhofer, auch schon viele Jahre im Geschäft. Schwegler Kopetzky, die hatten ein Problem, die sind sonst eigentlich weiter vorne. Und Kranenburg Karteininger, das ist auch eine ganz interessante Sache, denn die Denise Karteininger, ihr Mann, fährt morgen bei der IDM Superbike mit. Muss jetzt auf das Baby aufpassen und wir gehen kurz in die Werbung. Du bist hier ja auch schon mal gefahren, ne? Ja, ja. Es ist schon sehr wellig, ne? Ja, mein letztes Rennen hier war eigentlich vor 8 Jahren, aber es war damals schon ziemlich wellig. Es ist sehr, sehr, sehr wellig. Aber das gehört dazu und man muss mit dem umgehen können und das Fahrzeug so optimal einstellen können. Und ich sage es wieder halt, der Schlosser, der Markus, der hat das wirklich im Griff und er hat vom Kartfahren her ein sehr, sehr gutes Händchen in Sachen Update-Fahrzeug mit der Straße. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, den Polster hat der Beifahrer nun mal gar nicht, ne? Das ist kein Polster, nein, nein, nein. Aber das ist so, da gewöhnt zu dich und die blauen Flecken, das ist so, das ist dann nicht Schwimmen oder was weich ist oder so. Dort ist Wassersport auch hart, aber hier ist es ganz anders. So, das finde ich immer so interessant, ne? Markus Schlosser, der bleibt ganz entspannt in seinem Ding drin und Tim Reeves, der klettert immer noch mal raus, ne? Ja. Ja, das ist sein Ritual, das er hat und manchmal kommt er dann eben auch zu spät. Also würde das nervös machen als Beifahrer, wenn ich fahren will und der Fahrer sitzt am Boden neben dem Motorrad. So, grün und rot werden eingezogen, das heißt in wenigen Sekunden springt die Ampel rot und geht dann aus und dann geht es in einen Sprint heute von 8 Runden, Auftakt der IDM Sidecar und Reeves hier mit einem Bombenstart setzt er sich an die Spitze vor Schlosser, dahinter Sattler und dann ganz, ganz breit gefächert das Feld. Jetzt heißt es erst einmal einsortieren, ja, da gab es eine kleine Berührung dort hinter Kimmelswenger, denke ich mal, aber alles okay wieder, das musste göttlich gewesen sein, bleiben alle auf der Bahn und gehen damit in die erste Runde. Ja, das ist eigentlich genau so, wie es im Training auch ist. Das ist so, dass 3, 4 Fahrer fast in derselben Zeit sind, vom 5. bis zum 9. sind alle nach und ich denke, es wird ein spannender Kampf werden. Ja, auf jeden Fall, das denke ich auch, Schlosser gegen Reeves, wobei der sich jetzt schon hier mal wirklich deutlich abgesetzt hat. Das hätte ich nicht gedacht, dass der so davon schießt, ne? Ja, Markus ist einer, der braucht seine Zeit. Nach 2, 3 Runden ist der, glaube ich, nicht aufzuhalten. Der ist extrem gut hier und macht ihm Spaß, er hat Freude und es geht ja nicht um Punkte, er ist ja Gastfahrer und er ist ganz locker, hat viele Sachen versucht er hier mit der Elektronik, auch mit dem Fahrwerk und
Darum ist er eigentlich hierher gekommen und will fahren, um gewisse Sachen zu testen, weil ja, man hat gesehen, nach dem ersten Wochenende der Weltmeisterschaft ist er auch wieder einfach der Favorit. Ja, ja, obwohl er da gerade nicht ganz vorne liegt, aber das ist in diesem Jahr die WM ja auch sehr, sehr hart umkämpft, das Thema. Aber wir gucken jetzt hier mal zu und genauso wie du gesagt hast, ne, das ist hier dieses Verfolgerfeld. Und da haben sich jetzt Kimmeswinger Sedlacek mit dem grünen Zeitgar vorbei an Göttlich Neubert. Und die sind mit einem anderen Junior-Team, denn der Max Zimmermann, der ist ja auch noch nicht so alt, ja, sind die da wunderschön am Battlen, dieses Bonovo-Gespann in diesem Look mit Weiß, Blau und Rot gegen das blaue Gespann von Zimmermann und Ronja Mahl. Das ist immer so ein bisschen im Hintergrund. So, und ja, du hast recht, Kollege Schlosser hat sich wieder etwas herangerobbt an Team Reeves. Man hat ja die Trainingszeiten gesehen, er hat wirklich nicht viel gefahren, viele Sachen probiert und ich denke, er hat schon noch Reserven. Reeves hat natürlich auch ein Problem, weil vor einer Woche hat er einen doppelten Überschlag gehabt. Seine Schulter ist verletzt, der Nacken, er ist nicht hundertprozentig fit, auch der Arm kann er schlecht hochheben. Und ich denke, es wird sehr, sehr hart für ihn, dass er die Pace von Markus fahren kann, weil er auch einfach auch körperlich nicht da hundertprozentig da ist. Ja, das sah schon heftig aus, aber das war nicht mit dem Gespann, ne? Das war mit dem kurzen Gespann, glaube ich. Ja, weil das war mit dem kurzen Gespann, weil mit dem muss er ja drei Rennen fahren, bevor es auf die Isle of Man geht in drei Wochen. Da musst du vorher drei Läufe bestritten haben mit dem kurzen Motorrad. Also, das, wenn wir morgen ganz viel Zeit haben, erklären wir mal kurzes, langes Motorrad. Jetzt konzentrieren wir uns auf das Racing der beiden Junioren hier im Kampf um Platz Nummer 5 aktuell. Göttlich Neubert vor Zimmermann Mahl. Und die lassen aber den Kimi da vorne nicht wegfahren. Kimmeswinger Sedlacek, der ja auch einen neuen Beifahrer hat, sein normaler oder sein Co-Pilot aus dem letzten Jahr, Kevin Kölsch, der ist ja jetzt in der WM unterwegs, Benny Streuer. Die sollten eigentlich auch hier fahren, sind aber nicht da. Hast du da jetzt mal genaueres gehört? Ja, der Benny hat einfach auch ein wenig finanzielle Probleme und ich denke, er wird sich nur konzentrieren auf die Weltmeisterschaft. Aber ganz genau den Grund kenne ich nicht. Ja, die hatten ja auch mächtig Pech, ne? Steuer und Kölsch bei den ersten Rennen. Ne? Ausfälle und dann Crash und sowas. Also da war schon ja, ein bisschen ja, Arbeit. Es war einfach Racing und es gibt Situationen, wo du einfach den anderen berührst. Ob du da jetzt ein wenig Lack weg hast oder nicht, das ist normal, das gibt es. Das gibt bei den Autos so, gibt hier bei den Sidecars so. Aber gegenseitig ab die Strecke schieben, das ist dann nicht so gut. Ja. Da ist er dran, der Markus Schlosser mit seinem Co-Pilot Marcel Fries an Team Reeves und Kevin Rousseau. Das ist die britisch-französische Paarung dann nicht so einfach wegfahren. Sattler Schmid, ja, der bleibt, den beiden bleibt im Moment da nur ein bisschen die Rolle des Hinterherfahrens versuchen, nicht ganz so weit abzufallen, um da eventuell zu profitieren, falls die beiden doch mal sich nicht ganz so einig sind. Ja, es ist eigentlich so, die ersten drei, die sind dieselbe Paarungen wie letztes Jahr, aber alle anderen haben eigentlich alle den Beifahrer gewechselt. Da sind alle umgestiegen. Und zu sagen, ist doch die Nummer 31, der kommt vom Estland. Das ist nicht ein Deutscher, das ist ein Ester, der auch da ist und die deutsche Meisterschaft fahren möchte dieses Jahr. Cool. Die haben wenige Fahrzeuge dort, die haben keine Meisterschaft eigene und die haben wohl wenig Fahrer und die fahren verschiedene Meisterschaften, aber es reicht nicht, um eine Landesmeisterschaft zu fahren. Ja, aber das sieht man natürlich, ne, was die Sportler auf sich nehmen. Da, ne, von Estland hier ist es ja noch relativ nah, ne, aber wenn die jetzt noch mehr Rennen fahren bis nach Assen rüber, das ist auch mal eine ganz, ganz ordentliche Reise. Jo, da geht es ja aber schon zur Sache. Relativ unruhig sieht mir das ein bisschen aus da beim Tim Reeves, aber das ist auch so ein bisschen sein Style, ne? Etwas anders als beim Markus Schlosser. Ja, da lebt er wie humpelt, aber er hat gesagt, es sei eigentlich vielen Orten noch schlimmer als auf der Isle of Man, so hüpft es hier rum. Aber ich habe schon den Eindruck, dass er da jetzt so ein bisschen mehr unter Druck gerät. Ja, glaube ich schon. Ja. Ein bisschen hektischer agiert. Wieder wunderschöne Aufnahmen hier von der Drohne. Da sieht man schon, wie die beiden sich ein bisschen abgesetzt haben von Sattler Schmid. Und die anderen sind da schon ein ganzes Stück zurück.
Das sind einfach, wie wir schon am Anfang gesagt haben, wie du es erklärt hast, auch unterschiedliche Voraussetzungen, die da sind, sowohl technisch als auch neue Paarungen, und die sich daran arbeiten müssen. Das ist wirklich die absolute Weltspitze, die hier fährt. Man sieht es auch an der Körperhaltung. Der Tim Reeves, der sitzt da ganz anders im Motorrad als der Markus Schlosser. Schlosser ist immer, gell, dieselbe Position wie in einem Schraubstock drin fest, sitzt er drin, bewegt sich kaum. Und der Reeves, der ist ein wenig mehr mit dem Körper arbeitet, der, man sieht es. Und ich denke schon, dass er einfach viel, viel entspannter fährt, der Markus. Und der Reeves einfach mit seiner Verletzung doch schon ein wenig Probleme hat. Ja, das ist aber auch der Typ Tim Reeves, ne? Eigentlich ein super netter, wenn du den im Fahrerlager triffst, aber boah, ne, der kann auch richtig abgehen. Ja, das ist so. Wenn er den Helm zumacht, das Visier runter, dann wird alles anders. Das ist so. Es ist bei vielen Sportlern so, wie beim Eishockeyspieler, kann man die Schlittschuhe angezogen, da ist alles anders als vorher. So, jetzt macht Schloss aber doch ordentlich Druck, sucht da irgendwo eine Lücke, wo er vielleicht reinstechen kann. So sieht es zumindest aus. Ja. Weil wir sehen, auf der Geraden verliert er nicht, aber er kommt nicht näher. Aber in den Kurven, das Kurvenspeed von Markus ist schneller als der von Reeves. Das ist eindeutig so. Aber wenn wir jetzt hier vergleichen, auf der Geraden, er kommt nicht her. Nur in der Bremszone ist er dann ein wenig besser. Siehst du, ist genau derselbe Abstand. Und jetzt beim Bremsen kommt er hin. Ja, und dann musst du natürlich erstmal eine Ecke finden, ne, wo du reinstechen kannst, denn Reeves macht da auch nicht freiwillig Platz, und auch wenn man denkt, ach, da ist die eine Lücke, aber da passt höchstens die Nase rein. So, hier sehen wir diesen wunderschönen Verfolgerkampf und da ist es jetzt so, dass Kim Swinger da, warum auch immer, mit dem grünen Gespann zurückgefallen ist. Ja. Die waren ja lange auf dieser vierten Position, aber jetzt wird diese tolle Gruppe angeführt von unserem erst 17-jährigen Göttlich mit Routinier Neubert da drin. Die haben letztes Jahr sozusagen die zweite Liga gewonnen, die Sidecar Trophy. Und das ist natürlich schon ganz irre. Da gibt es ja auch so eine super tolle Geschichte, ne, beim Lennart Göttlich. Der ist angefangen mit ADAC Junior Cup und 300, aber dann haben sich die Gene vom Opa, glaube ich, durchgesetzt. Ja, genau. Im Fahrerlager war er immer bei mir und wir haben immer gesprochen natürlich über Seitenwagen. Er hat mich immer besucht mit dem Rutz zusammen und es war sehr interessant. Er hat sich immer interessiert, wie, wo, was, und dass er es jetzt hierher geschafft hat und so gut fährt, bin ich eigentlich sehr stolz für ihn. Ja, das ist wirklich eine Ausnahme, ne? Also dass so ein junger Kerl, der fährt ja jetzt erst die zweite Saison, ne? Ja, genau. Und man hat da übrigens auch, um ihm eine Chance zu geben und vielleicht anderen auch so einen Anreiz, extra das Reglement geändert. Bis zum vergangenen Jahr war es so, dass man erst ab 18 Jahre als Pilot in die Sidecar gehen konnte. Und der ist jetzt 17 Jahre und macht hier wirklich einen klasse Job. Aber ich glaube, da hilft der Uwe Neubert auch, ne? Das ist ja ein ganz routinierter. Ja, der kennt es natürlich auch und er kann ihm bestimmt gewisse Sachen erzählen und sagen und weiterhelfen. Oder? Was wir jetzt hier sehen, der Kim Swinger, die Hose, die Nummer 11, hat einen Fehler gemacht, Ausgang letzte Zielgerade, und darum ist er jetzt wieder zurückgefallen und ist jetzt der Letzte von dieser Gruppe. Jetzt sieht er alles, zuerst der Erste und drei Runden, vier Runden später ist er der Letzte von der Gruppe. So, und vorne hat es den Wechsel gegeben, haben wir leider nicht mitbekommen hier, weil wir im Mittelfeld unterwegs waren. Schlosser, Fries sind vorbeigegangen an Reeves, Russo, und haben hier jetzt die Führung übernommen und setzen sich sogar auch schon ein bisschen ab. Und da ist der Göttlich. Das sah mir aber nicht nach Defekt aus, sondern eher nach Ausrutscher. Der ist eingeschlagen, ja. Das war der Göttlich. Ja. Ja, schade, unser absoluter Rookie, Lennart Göttlich, beim Premierenrennen in der IDM, auch bei seinem Heimrennen sozusagen, leider der Crash. Vielleicht kriegen sie das Ding ja nochmal raus und können zumindest in Richtung Ziellinie fahren, dass sie sich da noch ein Pünktchen oder zwei ergattern können. Aber im Moment sieht das nicht so aus. Der Schlosser hat eben die schnellste Runde gefahren, ist ein Zehntel schneller als im Training, also Rundenbestzeit bis jetzt. Und er fährt 4 Zehntel schneller pro Runde als der Reeves fährt. Ja, eindeutig würde ich sagen, was Schlosser hier zeigt. Hat sich da gut rangekämpft, vorbeigekämpft und vor. Aber in Sachen Punkten bringt das für das restliche Feld nichts, denn der wird gewinnen, aber er bekommt da eben
dann keine Punkte, während Tim Reeves ja angekündigt hat, dass er wohl fahren will. Oh, da ist der Nächste mit Problemen. Ja, ist oh. Remse steht. Ja, die waren auf Platz 5, die 55, mit Jeti Wechselberger dabei, auch schon eine Paarung, die seit vielen, vielen Jahren zusammen ist. Und da gibt es offensichtlich auch technische Probleme. Klosser hat noch einen raufgelegt, jetzt fährt er 1,47,3, nochmal 8 Zehntel schneller. Sehr gut, jetzt ist er im Flow, jetzt klappt. Das ist 8 Zehntel schneller als die Trainingsbestzeit. Ja, genau. Das ist schon mal eine Ansage. Es war natürlich nur ein Training und da sie mit der Elektronik am Üben waren und suchen und finden, konnten sie nicht die ganze Zeit fahren und jetzt ist es halt anders. Ja, ja, vor allen Dingen, weil sie das Problem hatten, es gab ja gestern Nachmittag auch ein freies Training für die Sidecars und da haben die tatsächlich eine Runde geschafft, ja, weil das Ding nicht ansprang und von daher learning by doing. Ja, hier also die Entscheidung gefallen um Platz Nummer 1, sag ich mal Schlosser Fries. Dann Reeves Rousseau auf 2, Sattler Schmid, ja, die sind ganz klar auf der dritten Position. Nach vorne, nach hinten geht da nichts. Und um Platz 4, Max Zimmermann und Jamal, die haben sich da jetzt so ein bisschen durchgesetzt. Ding im Moment 1,8 Sekunden vor Perm Lipstock, also die Estländer, auch gut unterwegs auf der fünften Position. Und Kimmeswinger Sedlacek, ja, die kommen nach ihrem Fehler nicht mehr so richtig vor. Die hatten ja eigentlich lange die vierte Position inne, aber verlieren jetzt auch zum Ende raus ein bisschen Zeit, während es hier in die letzte Runde geht. Ja, auch der Schwedler ist eigentlich weit hinten. Der hat ja auch Probleme gehabt mit dem Motor, fast keine Trainingsrunden gefahren. Jetzt haben sie noch schnell vor dem Rennen, mussten sie Motor wechseln. Ging auch nicht alles so, wie sie es gerne mochten. Und darum ist einfach jetzt auch schwierig, wenn du als Fahrer viel arbeitest, du machst, du bist voll auf 200 Impuls und musst schauen, dass die Zeit reicht, der Motor, alles klappt, nicht keine Schraube vergessen und dann musst du fahren. Also die Vorbereitung ist ja auch nicht gut so, aber es geht leider nicht anders. Ja, das ist dann der Nachteil eines kleinen Teams, ne, dass unglaublich viel gearbeitet wird und wenn das dann auch noch im Qualifying passiert ist, was gerade mal heute Mittag war, dann wird es ein verdammt kurzer Nachmittag. Die letzten Meter laufen hier für Schafries, die ja, echt zügig unterwegs sind. Letzte Runde war dann nochmal auch eine 47er Zeit hier. Ganz, ganz stark, was die hier zeigen. Da muss ich Kollege Reeves noch ein bisschen was einfallen lassen für morgen. Auch wenn er gehandicapt ist, was du gesagt hast, wird es ihn trotzdem ärgern. Ne? Da ist er zu ehrgeizig für. Ja genau, da ist er viel, viel zu ehrgeizig und hat eigentlich dieses Jahr schon jedes Rennen verloren gegen Markus. Und keines war vor ihm. Ja, ja, ne, Markus, der ist in einem Flow, hat auch viele Jahre gedauert, um so ganz, 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 ganz nach vorne zu kommen. Aber das, was da jetzt ist, das Material, auch wenn sie hier lange brauchten, aber auch sein Fahrstil, du hast das beschrieben. Und damit gewinnen sie. Markus Schlosser, Marcel Fries. Die Weltmeister gewinnen auch den Auftakt zur Sidecar IDM vor Tim Reeves und Kevin Rousseau, die siebenfachen Weltmeister, geschlagen von der Schweizer Paarung hier mit dem gelb-schwarzen Sidecar. Und Josef Sattler, Lukas Schmidt machen Platz 3 hier komplett. Jetzt kommt es noch drauf, die Gruppe, wie das da kommt, ob es geblieben ist oder ob noch eine Änderung gibt, einer noch einen Fehler gemacht hat. Ja, Perm ist da ganz, ganz nah rangekommen, ja. An Zimmermann. So, jetzt wird aber hier erstmal angesagt, es geht in die Werbung.
Ja, sind wir zurück hier am wunderschönen Dekra-Lausitz-Ring. Und hier nochmal das Ergebnis. Schlosser Fries holen sich also Sidecar Sprint mit 3,1 Sekunden vor Tim Reeves und Kevin Rousseau, Josef Sattler und Luca Schmidt dann auf der 3. Das wird das Podium sein. Dann Starke Zimmermann mit Ronja Mahl auf der 4. Position vor Pam Liebstock. Und da seht ihr es ganz, ganz knapp. 2 Zehntel nur der Abstand zwischen Platz 4 und 5. Kimmelswenger, Sedlacek, Vermeul, Buis, Schwegler, Kopetzky, Rotzhofer, Kranenburg, Karteininger. Und ja, Lennart Göttlich hat mit Co-Pilot Uwe Neubert das Ding tatsächlich nochmal irgendwie aus der Leitplanke rausgekramt und ist hier ins Ziel gekommen, sodass er zumindest ein paar Pünktchen sicherstellen kann. Habe ich gerade noch während der Werbepause kurz mit Adi drüber gesprochen. Das wird natürlich den Junior unglaublich ärgern, aber am Ende ist das halt Motorsport und das ist auch immer ein bisschen Try and Error, gerade bei den jungen Leuten, die müssen sich da so ein bisschen reinarbeiten und da gehört das nun mal mit dazu und solange es nur Blechschaden ist oder in diesem Fall Plastikschaden, alles okay, ärgerlich. Man lernt daraus und Step by Step wird es weitergehen. So, der Josef Sattler. Der nimmt mal erst einen kräftigen Schluck Erfrischungsgetränk, auch wenn es ein kurzes Rennen war. Aber es war ein langer Tag mit dem Qualifying heute Mittag und mit viel Schrauberei. Und Gratulation auch an Tim Reeves und da Kevin Rousseau, die Zweitplatzierten. Und man sieht es schon, ja, wenn man nicht gewonnen, dann ist man nicht so ganz zufrieden. Aber man nimmt das dann hin und Gespräch unter Racern, man kennt sich ja, wenn man hier schaut, 6-mal im Rahmen der IDM zusammen plus nochmal ein bisschen mehr zusammenkommen im Rahmen der WM-Läufe, da läuft man sich öfter über den Weg. Wir wollen mal gucken, ob der Perry da unten gleich den einen oder anderen auch ans Mikrofon bekommen kann, um ein paar O-Töne einzufangen hier von unseren Sidecar-Piloten. Nach einem spannenden Anfang dann am Ende doch ein sehr zufriedener Markus Schlosser, der gewonnen hat. Und Marcel Fries, sowieso einer der coolsten Socken hier im Fahrerlager, finde ich. Immer gut gelaunt, der Schweizer. Und ja, da ist der Perry. Und guck mal, ob jemand mit dir sprechen will. So, Sattler und Schmidt, schauen wir mal, ob der Josef auch ein bisschen Hochdeutsch sprechen kann. Perry. Vielen Dank, Tommy. Ja, ich möchte mich mal jetzt hier erkundigen, lieber Josef, ob du auch ein bisschen Hochdeutsch sprechen kannst. Ja, ein bisschen schon. Jungs, tolles Ergebnis hier für das erste Rennen. Podium gleich, 3. Platz. Erstmal wieder langsam reinkommen, 2022. Wie war das Rennen für euch? Ja, wir haben natürlich sehr spät, wir haben letzte Woche erst mal ein Bergrennen gefahren, wir haben kein Training, nichts gehabt. Der Luca war im Winter verletzt mit seiner Hand, der hat sich die Hand aufgeschnitten und wir sind jetzt natürlich mit dem Ergebnis total zufrieden. In Anbetracht der Tatsache, dass du wahrscheinlich noch nicht bei vollen Kräften bist, kann man da sagen, ja, das kann man heute mal mitnehmen, die 16 Punkte. Ja, auf jeden Fall. Ich habe das Problem, ich habe einen Nerv, der ist eingewachsen und sobald ich da drauf komme, schläft mir die komplette Hand ein. Und während des Rennens, wenn ich halt draufkomme, fange ich dann an zu verkrampfen und dann macht mir der Unterarm zu. Also ich habe schon noch Probleme, aber ich bin total zufrieden, wie es heute lief. Das könnt ihr auf jeden Fall. Ich meine, Armpump-Probleme haben ja die ganz großen Profis auch. Lassen sich das regelmäßig operieren. Von daher, Jungs, Gratulation für diesen 3. Platz. Danke. Ja, und hier die Zweitplatzierten an diesem heutigen ersten Rennen. Tim. Nice to see you. Nice to have you back again. Kevin, hi. So, how was the race for you guys? Yeah, it's good. And unfortunately, I was involved. Just come a little bit closer, please. Unfortunately, I was involved in a crash last weekend and my shoulder and neck sort of paying for the cost of that. So, yeah, it was all right for 4 or 5 laps and then I can't keep my head up. So I've had a lot of work on it since we've been here and it's all taped up, but it's not really helping the situation. So. Yeah, I don't think we can do any better than that, and we'll try again tomorrow. But after 5 or 6 laps, unfortunately, my fitness drops off, and I couldn't go with Marcus. So that's just what we have to settle for, I'm afraid. Okay, so you just keep hanging on the 20 points, and this is what you got today, and this is it.
Kevin, how was it for you today? Yes, and then Tim say a few minutes before, we had a crash last weekend in Angolo, so it was it was painful for him, and after five laps he couldn't see a lot, so we tried to do our best, and then second place, we prefer to be on the top, but it's what we can do today. It's not so bad. Not so bad. 20 points, guys. Thank you very much. Thank you. Ja, Tim hier gerade noch verletzungsbedingt mit einer Schulterverletzung und einer Nackenverletzung, die noch auskuriert werden muss. Aber mit 20 Punkten geht man heute zufrieden aus diesem ersten Rennen raus. Und ja, der Sieg hier, der geht heute in die Schweiz. Jungs, graziöses Ergebnis, Wahnsinn. Also wirklich clever gefahren, hinten dran geblieben, dann in irgendeinem Moment wieder wirklich schön reingestochen und das Ding hier sicher nach Hause gefahren. Wie war es für euch? Ja, perfekt. Also es geht nicht besser im Prinzip. Also ja, am Start nicht ganz so gut weggekommen. Wir sind noch ein paar Sachen am Testen. Aber absolut, das Material stimmt. Fahrer, Beifahrer, ihr seid parat. Das funktioniert absolut. Herzlichen Glückwunsch dazu, Jungs. Habt ihr ein graziöses, schönes, tolles Rennen geliefert. Super, vielen Dank und hoffentlich sehen wir morgen das Gleiche nochmal. Danke vielmals. Ja, wir versuchen es. Danke. Vielen, vielen Dank. Ja, und wir geben jetzt natürlich zur Siegerehrung. So, und wir kommen jetzt zur Siegerehrung dieses Auftaktrennens, der Sprint der IDM Sidecar Prize Giving Ceremony. Platz Nummer 3 geht an die Mannschaft von Bonovo Action, an Josef Sattler und Luca Schmidt. Platz Nummer 2, Second Place, Deuxième Position für Ihre Teamkollegen aus England bzw. Frankreich, Tim Reeves und Kevin Rousseau. Und erneut Schweizer Sieger auf dem Podium hier, Markus Schlosser und Marcel Fries. Und wunderschöne Trophäen stehen bereit. Wir beginnen mit Platz 3 und damit noch einmal Applaus hier für Josef Sattler und Luca Schmidt. Gratulation an Tim Reeves und Kevin Rousseau. Und die Sieger, nochmal einen ganz fetten Applaus für Markus Schlosser und Marcel Fries. Und damit dürfen wir erneut die Schweizer Nationalhymne spielen.
Ja, das war's auch schon hier von dem ersten Renntag, Tommy, 2022 aus der Lausitz. Kurz und schmerzlos war's, zwei Rennen heute, aber das bedeutet ja, wir haben morgen zwei packende Rennen der Superbike 1000, die zwei 600er-Klassen und natürlich die beiden zweiten Rennen auch aus dem heutigen Tag. Also, das verspricht ein toller Sonntag zu werden. Ja, das war ja heute so ein Appetizer, ne? Weil irgendwie heiß machen die Leute, die jetzt schon irgendwie ihr Feierabendbierchen haben und vielleicht den Grill schon am Laufen haben. Ich suche noch danach, weil da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Und morgen, denkt dran, ab 11 Uhr sind wir on air. Und was noch viel geiler ist, wenn ihr nicht ganz so weit weg seid vom Lausitzring oder euch ein paar hundert Kilometer nicht stören, kommt doch einfach hier hin, guckt euch das live an. Offenes Fahrerlager, ihr könnt hinter die Kulissen schauen, packendes Rennen sehen. Das sind eure Optionen, entweder live im Stream oder live vor Ort. Wir freuen uns auf morgen, oder? Wir freuen uns absolut und wenn man sich das Wetter anschaut, dann wirklich, dann ist kein Wunsch offen geblieben. Dieser Auftakt hier wirklich bei strahlendem Sonnenschein. Also Leute, nehmt euch ein Herz, kommt hier zum Lausitzring. Au revoir, ciao, bis morgen.